Nürnberg. In der fränkischen Metropole leben eine 500.000 Menschen. Die Stadt entwickelt und verändert sich. Damit dabei die Interessen der rund 40.000 Kinder und Jugendlichen im Blick bleiben, ist Sonja vom Projekt Laut heute auf der Straße unterwegs. Das Projekt ist Vorreiter im Bereich der digitalen Jugendbeteiligung. Und die beginnt oft ganz analog. Wir haben ein Jugendforum, wo quasi der OB sich den Fragen stellt von jungen Leuten in Nürnberg. Und wir sammeln für so einen kleinen Videoeinspieler Fragen an unseren Oberbürgermeister. Ein Thema, das hier viele beschäftigt, der öffentliche Nahverkehr, VAG. Es gibt viele Leute, die es nervt, dass VAG immer noch Geld kostet. Das wäre vielleicht schon ein bisschen wichtiges Thema, aber ich glaube nicht, dass man das auch nicht so einfach abschaffen kann. Ja, laut Nürnberg ist dafür da, die Anliegen von jungen Leuten in Nürnberg aufzugreifen und eben auch an die Politik weiterzugeben. Wir schaffen schon auch den Rahmen und den Raum, dass sie miteinander reden und sie dazu motivieren, sich an dem kommunalen Geschehen zu beteiligen, also an ihre Lebenswelt aktiv mitzugestalten. Das ist das Ziel. Und diese Mitgestaltung spielt sich auch digital ab. Das Besondere, Jugendliche werden selbst zu Produzenten und konfrontieren die Entscheider vor einem großen Publikum im Netz. Herr Mali, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir waren wieder in Nürnberg unterwegs und haben nachgefragt, was bewegt die jungen Menschen? Und als erstes möchte ich Ihnen die Frage von diesem jungen Mann gerne vorspielen. Lieber Herr Mali, warum ist es in Nürnberg so dreckig? Eine Idee von uns war, Jugendlichen einen eigenen Kanal zu geben, um ihre Interessen zu artikulieren und aber auch den Rückkanal wieder zu haben, um die auch andere Jugendliche wieder mit einzubeziehen, die nur konsumieren. Und die Erfolge sind in der Stadt sichtbar. Eine in die Jahre gekommene Skatebahn wurde nach den Wünschen der Jugendlichen neu gestaltet. Außerdem stehen umfangreiche Mittel für Freizeitanlagen zur Verfügung. Und legales Graffiti gibt es in Nürnberg sowieso. Egal ob digital oder analog, eine Stadt wie Nürnberg braucht systematische Jugendbeteiligung. Damit das gelingt, wirken hier drei gleichberechtigte Partner zusammen. Jugendamt, Kreisjugendring und Medienzentrum. Gemeinsam wird beraten, welche neuen digitalen Tools zum Einsatz kommen können. Das Projekt ist über die Jahre gewachsen und entwickelt sich ständig weiter. Am Anfang war die Jugendversammlung vor Ort. Und war das Internet als eine Form der Partizipation. Und dann kamen eigentlich peu à peu immer neue Module dazu. Ich finde es eine sehr große Stärke des Projekts, dass es eben sehr dynamisch ist und dass es auch viel Experimentierendes zulässt. Es gibt auch Ansätze von vielen anderen Playern, wo man noch spicken kann, sage ich mal, und sich da wirklich Anregungen holen kann. Und gerade so Tools wie mit Online-Befragungen, da haben wir in Nürnberg noch nicht, wie gesagt, der Weisheit letzten Schluss gefunden. Aber da gibt es eben auch schon einiges, was wir in den nächsten Monaten und ja, auch Jahren dann ausprobieren werden. Online-Abstimmungen gibt es in Nürnberg bislang noch nicht. Denn bei aller digitaler Entwicklung muss die Steuerungsgruppe auch das kommunalpolitische Umfeld im Blick behalten und neue digitale Partizipationsformen behutsam etablieren. Was die digitale Entwicklung angeht, sind wir in Nürnberg, glaube ich, sehr bodenständig, weil wir in der Steuerungsgruppe sehr sensibel aufnehmen, wie die digitalen Antennen auch in der Verwaltung und in der Kommunalpolitik verlaufen. Und die sind nicht besonders hoch. Ich würde sagen, wir haben eigentlich nichts weggelassen, sondern viel dazugenommen, was natürlich auch ein Problem für das Projekt ist, weil die Ressourcen sind natürlich begrenzt und auch die Arbeitszeit und Kraft ist begrenzt. Und es hat auch was mit den Medien zu tun, weil die Medien natürlich auch die Dynamik mit reinbringen, wenn es neue Möglichkeiten gibt. Das grüne Sofa, auf dem Jugendliche ihre Meinung sagen und Fragen und Wünsche an die Politik richten können, begegnet einem im Netz und vor Ort. Was du unseren Oberbürgermeister fragen würdest? Ich habe mir überlegt, wie er das Bildungsangebot für junge Migranten erweitern möchte. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass es gemacht wird, weil eben sowohl wir die Chance bekommen, dem Bürgermeister was zu fragen und er auch einen Einblick davon bekommt, was wir Jugendlichen uns eigentlich fragen, was wir uns denken. Seit 8 Jahren sammeln die Akteure in Nürnberg Erfahrungen im Bereich der digitalen Jugendbeteiligung. Die Tipps der Profis?
Also wenn die einen gesehen haben und dann kommt eher mal was zurück, das was zurückgeschickt wird, als wenn man jetzt ganz frei und die laut noch gar nicht kennen im Netz einfach aufruft, dann kriegt man eher weniger Kommentare. Beteiligung ohne Ressourcen ist eigentlich nichts. Also da verarscht man die Jugendlichen, ganz ehrlich. Also wenn man ein Modell nicht ausstattet mit Ressourcen, wenn man nicht wirklich daran interessiert ist, Macht abzugeben, wenn man nicht wirklich daran interessiert ist, die Meinungen, auch die unbequemen Meinungen zu hören und damit umzugehen, dann bringt das schönste Modell nichts. Kleinteilig anfangen, sehen, dass die Jugend es nicht gibt, sondern ganz verschiedene Jugendszenen, die ich alle sehr unterschiedlich ansprechen muss. Und es muss natürlich auch zu einem absehbaren Ergebnis führen, dass 14-Jährige, die sich was wünschen, nicht als 24-Jährige feststellen, ach, jetzt ist doch mal was passiert. Auf dem Weg zum innovativen Leuchtturmprojekt war es nicht immer einfach, die richtigen Tools zu finden und sie auch richtig einzusetzen. Laut Nürnberg lebt von seiner Dynamik und passt sich an die digitale Entwicklung stetig an, um Jugendbeteiligung so gut durchzuführen.